So, dann lasst uns mal hier bei Fairy Legends Avalon rum und Gold suchen. Genau, das müssen wir jetzt tun, um diese Meuterer zu beschwichtigen. Und, Moment. Schau noch mal kurz. Nicht in die Notizen, sondern in die Geschichte. Ach nee, das waren die Gnome. Ach, die können wir doch auch gerade in der Folge machen, oder? Nee, machen wir nächsten. Machen wir in den nächsten. Ich will jetzt erstmal der Hauptquest weiterfolgen. Genau, findet eine Schatzkarte. Und da weiß ich schon, wo wir eine finden. Nämlich hier unten in the bottle, in der Flasche. Ist ja unglaublich. Siehst du auch, was ich sehe, Bramor? Die Karte besagt, dass sich der Schatz immer noch auf dem Schiff befindet. Hey, das ist ja praktisch für uns. Ja, einfach nur ja. In der Tat, mit der Zeit müssen sie vergessen haben, dass sie ihn im Frachtraum gelassen haben. Huch, im Frachtraum sogar. Geil. Ganz genau, klingt sehr merkwürdig. Aber das ist ja auch kein gewöhnliches Schiff. Genau, ein Geisterschiff. Lass uns das Schiff erkunden. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt in den Frachtraum. Oder? Betritt das Unterdeck, alles klar. Das werden wir doch gleich tun. Es muss doch irgendwie so ein Looky-Looky-Fenster geben, wo wir reinfliegen können. Da, genau. Und jetzt ab ins Unterdeck. Und ich erinnere mich, die Trolle müssen wir ja noch immer besiegen. Wahrscheinlich, ja. Ich hab's gewusst. Hier rein. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Ich sehe Krabben, Krebse. Und wir müssen den Schatz hier unten finden. Alles klar. Und ein paar Kämpfe absolvieren wahrscheinlich. Hier sind Krabben. Wir könnten ja an denen vorbeifliegen. Genauso wahrscheinlich auch an den Gnomen hier. Hier sind noch mehr. Aber wir wollen ja die Truhen haben. Vielleicht haben wir Glück und da ist unser Feuerset drin. Deswegen gibt das eine Folge, in der viele, viele Kämpfe stattfinden werden. Okay, dann mal los. Ich glaube, gegen diese Krebse, gegen die Krebse war auch der elektrische Angriff ganz gut. Ich vergesse das immer wieder. Ja. Huch, was ist das? Ja, jetzt haben sie uns mal schön da hinten die Kisten gezeigt. Auch schön. Mhm. Gut, dann zünden wir mal beide an. Und den einen ein bisschen mehr. Sehr gut, das ist schnell zu Ende. Ich glaube, der Kampf ist jetzt schnell zu Ende. Nachdem wir die ganze Zeit die mit dem Feuerball attackieren. Los geht's. Zack. Und Krabbenjunges könnten... Nein, gut. Wären wir dreimal auf das gegangen, wäre es vielleicht weg. Naja, kann man nichts machen. Ja, wäre definitiv weg. Aber egal. Die brennen. Die brennen hier ab. So. Nova nochmal. Oder? Nee, komm. Alles hier auf die Krabbe. Weil die stirbt eh. Und ich glaube die jetzt auch, wenn sie dran ist. Komm, machen wir nochmal Entfernung. Komm. Oh Gott, wie einfach der Kampf jetzt hier geht. Wir sind einfach zu gut. Na okay, gegen Center vorhin. Gegen diese Galionsfigur war da schon ein bisschen kritischer. Aber hier, kleine Krabben. Was soll's. Kriegen wir hin, ne? Und einen großen Heiltrank. War ja klar, wieder kein Feuerset. Ob wir das irgendwo noch finden, ist eh fraglich. So, auf in den nächsten Kampf. Dunkelriff-Gnom. Das dürften aber nicht die sein, die wir besiegen müssen, ne? Ich glaube nicht. Nein. Die waren ja am Bug und am Heck. Ich glaube, gegen die war unsere Magie gar nicht so gut, oder? Ach, shit. Na gut. Normaler Angriff ist doch besser. Kamehameha. Das waren die. Wir haben immer so lange Animationsangriffe. Oh, das war der Karate-Kick. Und nochmal der Karate-Kick gegen Drake. So, jetzt sind wir wieder dran. Ich hoffe mal, wir können alle entzünden. Die mit den Haaren dürften ja eigentlich ganz gut brennen. Die sind... Ja, klar. Die sehen aus hier wie so ein Docht da oben. Klasse.
Aber wir haben ja noch einen feuerspeienden Drachen dabei. Das dürfte erledigt sein. Mann, die weichen hier die ganze Zeit aus. Was ist denn das? Sehr gelenkig, diese kleinen Biester. Nonova. Hauen wir mal alle weg und die Elektriladung nochmal hier drauf. Komm, ja, 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 ich weiß schon. Zack. Oh, betäubt, Mist. Karate! Idioten. Wir müssen doch wissen eigentlich, dass sie gegen uns kaum ankommen, obwohl Astiel ziemlich in Bedrängnis ist. Angreifen, heilen. Feuerball. Ach, wir können nur zweimal angreifen. Kacke, stimmt. Wir sind betäubt. Habe ich ganz vergessen. Und ich hoffe mal, dass Astiel jetzt nicht der Zeitliche segnet, wenn die jetzt gleich nochmal ihre Magie benutzen. Wäre ich doch bloß am Anfang immer gleich auf einen gegangen. Dann wären es jetzt nur noch zwei statt drei. Aber egal. Wir schaffen das schon. Denn ich bin immer noch der Beste hier. Besser, wenn ihr es respektiert. Ihr wollt kein Blitzfelsen von mir. Geil, der ist weg. Geil. Und die haben auch schon ganz schön was abgezogen bekommen. Sehr gut. Und die gehen nicht auf Astiel. Passt ja. Bekommt noch mal ein Inferno entgegengehauen, ne? Aha. Mist. Und der brennt noch nicht mal. Aber hier. Meteoriten von oben. Mist, eines ausgewichen. Na toll, es waren zwei Meteoriten. Richtig geil, die Fähigkeit. Aber so richtig, egal. Scheiß drauf, der ist weg. Oder auch nicht. Also die Gnome, die können wirklich gut ausweichen. Och, guck mal. Hier. Ich hasse das, wenn die Gegner noch so ein Fitzel haben. So, jetzt aber schnell. Ja, da ist er in Ohnmacht gefallen. Er ist nicht gestorben, sondern in Ohnmacht gefallen. So, was ist hier drin? Sesam, öffne dich. Aha, Heiltrank, Wiederbelebungselixier. Ja. Ich glaube, wir kommen nicht mehr in unser Feuerset. Sondern eher zum nächsten Kampf hier. Oh, diesmal Krabben und ein Gnom. Das heißt, der kann warten. Ich kümmere mich erstmal um die Biester hier. Zum Beispiel um das Krabbenjunges. Das dürfte bald weg sein. Ja, schaut mal. Zack. Der macht wieder seinen Son Goku Kamehameha-Angriff. Wollen wir die überhaupt noch entzünden? Ja, wir entzünden alle mal. Die dürfen alle mal brennen. Gibt's bei mir kostenlos. Zum Töten dazu, ne? Sehr schön. Und wenn es drankommt, brennt's und dann ist es weg. Au! 15! Ja, zack. Tot. So, nächste Krabbe. Kommt sofort. Gibt's Krabbenragout. Oder Krabbe auf dem Grill ist es ja. Ich habe aber noch nie Krabbe gegessen. Ich kann nicht sagen, wie das schmeckt. Ich glaube, mir wird das nicht so schmecken. Ich esse eh ziemlich selten Meerestiere. Oder Meeresfrüchte, sagt man ja. Nee, vom Tintenfischring bis... Oh, was gibt's denn noch? Garnelen und sowas ist nicht mein Ding. Ich habe sogar mal schon Schnecken probiert. Boah. Da kam mir die Kotze hoch. Also, ich will jetzt den Schnecken nicht schlecht machen. Als Mahlzeit. Mist, scheiße. Hier, nicht getroffen. Aber jeder hat so seinen Geschmack und mir schmecken. Haha, Schnecken nicht. Guck mal hier, der Blitzfelsen. Und zacke die Boing. Toll. Toll. Diese Gnome weichen aber auch zu oft aus. Och.
zeigt er vorher hier auf Drake auch noch. Man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Drachen. Ne? Obwohl, der ist ja auch nackt. Ja. Wir brauchen wirklich andere Angriffe mal. Immer diesen Feuerball ist ein bisschen langweilig mittlerweile. Und dann weicht der auch noch immer aus. So, jetzt aber hier, Feuerball, voraus! Wir sind halt jetzt hier die Feuercrew. Hier, und Aziel fällt ein bisschen raus mit ihrer Blitzmagie. Aber die kann ja dazu auch noch heilen. Und nochmal. Ja, supi! Und wir sind eine Stufe gestiegen. Dam, da, dam, da, dam. Und ich weiß schon, worauf ich sie verteile. Nämlich hier. Auf Intelligenz. Eigentlich bin ich nicht der Intelligenztyp, sondern immer alles auf Konstitution. Also Lebensenergie oder Stärke, also Schaden in Rollenspielen. Aber hier machen wir das mal. Oh, hier geht's weiter. Ist aber groß hier. Nee. Sackgasse. Ich brenne. Ich bleibe kleben. Nein. Ist ja keine Fliegenfalle oder Feenfalle. Oh, was ist das? Oh. Ja, ich glaube, die bewacht den Schatz. Okay, auf sie. Oh, die Truhe ist leer. Und die Fässer, und den Fässern ist nur Sand. Aber hier ist Gold. Sieh nur, der Schatz wird von einer riesigen Krabbe bewacht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Vorsicht, na, das mag sie natürlich dann wieder nicht, denke ich. Die ist ja eher die Abenteuerlustige, die auch mal kämpfen möchte. Oder? Ja, mag sie etwas mehr. Erstaunlich, oder? Es scheint keinen Schatz in Ferry zu geben, der nicht von keiner Krabbe bewacht wird. Auf sie. Das stimmt irgendwie schon, ne? Ob das in der Wüste dann auch so wird, also in dem nächsten Spiegel, werden wir sehen. Aber ich glaube nicht, weil höchstens von Skorpionen, das sind so die Wüstenbewohner. So, elektrische Ladung, dreimal drauf. Die dürfte jetzt wieder ein bisschen schwerer gehen, obwohl hier kritisch, ja, aber sie hält jede Menge aus. Dann kommen wir jetzt nur mit Feuerbällen und Blitz malträtieren. Was anderes haben wir ja nicht. Die Pistole von... Oh, ich vergesse immer den Namen. Amaretto? Das war was anderes. Amerata oder Amaretto. Ich weiß nicht mehr. Die Pistole, die fehlt uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen. Und das merke ich. Aber ich glaube, so ein Stärkungs- oder Stärkeangriff? Nein, bringt nichts. Lieber dreimal Feuerball. Da sitzen wir erst eine Weile dran. Gar nicht schlecht, die Gute. Komm, wir riskieren es nochmal. Wir riskieren es einfach nochmal. Wir haben ja genug Wiederbelebungselixiere. Die haben wir bisher ja noch nicht so oft einsetzen müssen, zum Glück. Jam. Langweilig, ich weiß. Immer derselbe Scheiß, ne? Ja, auch Feuerball. Immerhin haben wir die Gefährten jetzt mal wieder gewechselt. Den Drake hatten wir ja noch nicht, gar nicht so lange in der Gruppe. Was kommt jetzt, Gefährten? Kein Problem für uns, bestimmt. Oh, nein, ausgewichen. Ja, kein Problem für uns, oder? Und zeig's ihnen, Aziel. Geil. Na, das hast du nun davon. Badge. So, Inferno, Feuerball, ja, was sonst? Wir haben ja nichts anderes außer die Geschosse, aber die bringen uns hier gegen einen einzelnen Gegner ja nicht viel. Und da gibt es ja sogar, muss ich leider zugeben, bei Final Fantasy oder bei anderen Konsorten, die so rundenbasiertes Rollenspiel haben, viel, viel mehr Auswahl. Das hier ist doch ein wenig eintönig, leider. Und neue Gefährten. Och, diesmal eine grüne Krabbe. Ach, ein stinknormale. Mist, jetzt haben wir den Blitzfelsen schon eingesetzt. Wollen wir die? Wir hauen die erstmal weg, oder? Würde ich jetzt sagen. Sonst nervt die uns nur. Oh, diese. Das dauert ja lang bei der.
Ein Feuerball auf die. Alle Feuerbälle auf die kommen. Ach ja, Meteoritensturm. Oder Meteorsturm heißt das ja. Hui. Feuer. Nee, das sind schon 4 Feuerbälle. Oder 4 Meteoriten. Geschwächt, Mist. Ich hasse geschwächt. Du auch. Und jetzt noch Asiel. Garantiert. Ja, hab's gewusst. Jetzt sollte sie aber dann doch mal gleich was trinken. Oder mit der haben wir ja auch heilendes Licht. Schwupps. Wieder die Hälfte. Bisschen mehr als die Hälfte voll. Und die Krabbe ist gleich weg. Oh, Gott sei Dank. Feuerball. Was sonst? Ich überlege dauernd, was ich nehmen soll. Aber es sollte ja wohl klar sein. Feuerball. Und rufst du wieder? Ja, ruf wieder jemanden. Na, wir lassen nur den Kopf hängen, weil wir geschwächt sind und nicht, weil wir so wenig Lebensenergie haben. Jetzt können wir wieder Blitzfelsen einsetzen und los geht's. Mist. Mist. Okay, aber die große ist gleich weg. Kümmern wir uns erstmal um die große. Vielleicht stirbt dann ja auch automatisch die kleine. Huch, jetzt habe ich aus Versehen. Naja, egal. Egal. Scheiß drauf. So. 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 Ja, ich habe euch ja schon erzählt von der Baustelle hier draußen bestimmt. Gerade macht sie wieder Höllenlärm. Ich hasse das. Und wenn ich aus der Nachtschicht komme, was auch öfter ist, dann stört die mich. Mann, Mann, Mann. Ich kann dann tagsüber nicht schlafen. Aber egal. So ist das Leben halt. Hauptsache, ich habe noch genug Zeit zum Aufnehmen, ne? So, fertig. Dieser Schatz wird die Piraten sicher begeistern. Damit sollte es kein Problem mehr sein, die Meuterei zu beenden. Sehe ich auch so. Aber die Kisten waren doch leer. Ich fürchte, wir können das nicht alles tragen. Das ist doch leer und hier das. Wir könnten ihnen nur eine Kostprobe davon geben und verraten, wo sie den Rest finden. Dumme Idee, Zweifel. Zweifel ist neutral. Dumme Idee, nein, oder? Wir mögen doch Asiel. Ich nehme ihr noch ein wenig Honig um den Mund. Asiel mag dich etwas mehr. Das ist eine tolle Idee. Ein Stück davon werden... Was? Ein paar Stück davon werden ausreichen, um die Existenz des Schatzes zu überzeugen. Freut mich, dass dir meine Idee gefällt, Bramor. Lass uns gleich zu den Piraten fliegen und die Meuterei schnell beenden. Halt, stopp! Ich will mich erstmal ein wenig umschauen. Warte einen Augenblick, ich würde mich hier gerne etwas umsehen. Vielleicht finden wir ja noch weitere Schätze. Genau. So sehe ich das auch. Huch, Bramor, darf ich dir etwas sagen? Oh, was willst du mir denn sagen? Mit Augenbrauen hoch und runter fahren? Aber natürlich, was willst du? Das ist sehr, das ist nicht sehr einfach für mich, aber ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich dich so tapfer und so entschlossen finde und ich noch nie jemanden wie dich kennengelernt habe. Komplimente, danke, ich auch nicht. Jetzt müssen wir das Richtige wahrscheinlich sagen. Ich denke mal, ich sage ich auch nicht. Ich hoffe, es bezieht sich auf die Dame hier, auf Asiel und nicht, dass wir sagen, wir haben auch noch niemanden kennengelernt wie wir, der so toll ist. Also so egoistisch. Na, ich nehme das. Ich bewundere dich und habe größten Respekt vor dir. Ohne deine Hilfe und Unterstützung wäre alles so viel schwieriger. Denkst du das wirklich? Das freut mich sehr. Du bist so wichtig für mich geworden. Aha, jetzt so schön romantische Musik unterlegen, oder? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Weil jetzt finden wir unsere Liebe, unsere Freundin oder einfach nur unseren Ja. Nein, natürlich unsere Liebe, oder? Tatsächlich können wir wahrscheinlich auch eine Beziehung hier in dem Spiel eingehen. Willst du mir vielleicht etwas sagen, dass du mich liebst? Ich... Ja, Bramor, ich liebe dich. Und ich habe eben bei ihm die Frauenstimme gemacht. Egal. Ich auch. Jetzt können wir nochmal bestätigen. Aber
Wir tun dir mal einen Gefallen. Ich liebe dich auch, Asiel, und ich bin stolz darauf, dass du mir bei dieser Aufgabe beistehst. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie jetzt. Danke vielmals für das, was du gesagt hast. Auch wenn wir gerade von unserer Mission so sehr gefordert werden, sind deine Worte für mich wie pures Sonnenlicht in einer dunklen Höhle. Aber wir sollten uns um unsere Aufgabe kümmern, oder? Nein, sollten wir nicht. Lass uns in die Ecke verschwinden, hinter die Kisten. Drake schicken wir weg und dann geht's Rambazamba. Nein, wir müssen natürlich die Aufgabe erledigen. Immer den Kopf nach vorne halten, immer die Aufgabe im Blick. Ja, du hast recht. Lasst uns gehen. Bunga Bunga können wir noch immer irgendwann anders machen, ne? Oder? Wollen wir gleich hier? Nein, komm. Dann ist es nicht mehr jugendfrei, das Spiel. So, ich glaube, USK 12 oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, vielleicht sogar 6. Keine Ahnung. Aber ich finde hier keinen weiteren Schatz. Das ist Betrug. Können wir die Riesenkiste hier öffnen? Vielleicht Set aus riesigem Feuerset. Das wäre geil. Und das Gold. Das Gold sieht mir noch eher aus wie irgendwelche Schiss. Goldschiss vom Esel oder was weiß ich hier. Lecker. Ja, das klebt so auch aneinander. Oder Bananenchips, ne? Ja, sieht ein bisschen aus wie Bananenchips, ne? Ja. Hier können wir rein. Nein, können wir nicht. Also hier gibt's gar nichts. Toll, klasse, gut gemacht. Kein Schatz für uns, sondern nur für die blöden Meuterer. Dann kommen wir jetzt hier wieder raus. Ach, guck mal. Hui. Aber sonst ist hier auch nichts mehr. Auch keine Trolle, die wir besiegen könnten. Das heißt, wir müssen eh wieder raus. Hätten wir auch gleich rausgehen können. Naja, scheiß drauf. Egal. Und aufwärts. Ach, ich sehe gerade. Die Folge ist ja schon um. Oder fast um. Oder ich beende sie jetzt einfach. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gemacht, genug gekämpft, genug von Liebe geschwafelt. Ich beende gleich mal die Folge, außer wir finden hier noch einen Troll. Wir müssen nämlich noch ein paar besiegen, oder? Täusche ich mich. Trollversteckspiel. Ja, immer noch zwei. Wo treiben die sich rum? Wo sind diese verdammten Trolle? Hier auf jeden Fall nicht. Da ist das Loch. Hm, klasse. Die zu finden wird wohl noch eine Weile dauern. Muss ich bestimmt, nachdem ich hier die Hauptstory gemacht habe, noch ein paar Folgen dranhängen. Gehe ich mal fest von aus. Außer hier hinten. Guck. Nee. Na gut, ich mache erstmal Schluss. Also, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Fairy. Bis dahin wünsche ich euch was und auf Wiedersehen.